So, weiter geht's mit einer weiteren Runde, Diablo 3. Und heute habe ich mir jemanden zum Quatschen mitgebracht, weil es gibt ja hier so viel zu erzählen. Nicht wahr, Kevin? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, so ist es. Das war ja die beste Einleitung, die ich je gemacht habe, glaube ich. Ja, wir zocken hier weiter den Hardcore-Modus. Ich glaube, alles andere ist auch kacke, oder? Für mich mittlerweile ja. Also Hardcore macht echt viel mehr Spaß. Das ist eine größere Herausforderung und meine Softcore-Charaktere stehen jetzt erstmal rum. Ja, das kenne ich irgendwoher. Und ich zocke ja hier mit dem Dämonenjäger. Und ja, hier ist gerade alles voller Monster. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich mit dem kommen werde. Also ich fürchte ja nicht so weit. Der spielt sich doch anders als der Mensch. Hast du schon mal einen Dämonenjäger gespielt? Nee. Noch gar nicht. Ja. Aber auch wieder komplett anders. Also jeder Charakter spielt sich wirklich komplett anders. Also das ist wirklich sehr gut gelungen. Sterbt hier, ihr Mist. So. Bei welcher Quest bist du jetzt? Gehe zur Kathedrale bin ich. Also noch ziemlich am Anfang. Level 3. Du kannst auch gerne noch dazu joinen. Nee, ich brauche noch ein Mädchen. Ja, gestern haben wir bis in die Puppen wieder gezockt mit unseren anderen Hardcore-Charakteren. So viele Tote. Die haben es tatsächlich in den zweiten Akt geschafft. Man glaubt es nicht. Und dort sieht es auch schon ganz gut aus. Kurz vor Abschluss, oder? Ja, kurz vor Belial. Oh, irgendwie habe ich aber richtig Schiss vor dem. Ich glaube, der haut uns aus den Latschen. So ein bisschen. Aber ich habe ja gerade mein gesamtes Erspartes in den Charakter investiert. Ich bin jetzt ganz in der Nähe des gefallenen Sterns. Ja, das sollte doch reichen. Ja, vor allen Dingen biete ich gerade noch auf so einen legendären Gegenstand. Da habe ich ein Gebot abgegeben, der endet in 30 Minuten. Das sind dann legendäre Handschuhe. Nochmal für 40.000 stehen sie aktuell. Ich hab doch einen Schaden, ey. 40.000. Du hast es ja. Da war auch hart, das alles zu erspielen, ne? Darf man ja alles nicht vergessen. So neue Handschuhe hier für den Dämonenjäger. Ich glaube, bei dem Dämonenjäger werde ich es doch nicht so machen wie angekündigt und mich hier auch noch mit Gegenständen versorgen, sondern hier werde ich einfach nur das nehmen, was das Spiel mir so bietet. Und wir kennen das ja, das ist nicht viel meist. Ja, aber der erste Akt sollte schon machbar sein, glaube ich hier. Das ist, also wenn man da nicht ganz von der Rolle ist. Kann man denn mit dem auf Distanz bleiben? Weil es ist ja ein Fernkämpfer, ne? Soweit ich... Also bis jetzt hat er genau eine Fähigkeit und das ist so ein Kettenschuss. Ja, genau. Aber bislang klappt das schon, die auf Distanz zu halten. Ich meine, Level 3, ne? Jetzt gibt's gleich Level Up, neue Fähigkeit. Das Ziel meiner Jagd muss in der Nähe sein. Bam! Kronleuchte in your face. Und Level Up. So, schauen wir mal, was wir da Neues freigeschaltet haben. Krähenfüße, ihr stellt eine Falle auf, die Gegner, die sie passieren, verlangsamt. Ja. Man kennt das ja. Wie im Supermarkt, da stelle ich auch immer Fallen auf. Übrigens muss ich heute noch einkaufen, Kevin. Ja, das sagtest du bereits, ne? Gucken, ob es heute klappt. Gestern war es ja wieder nicht möglich. So, stell mal so eine Fältchen auf. Aha, die ist cool. Erinnert so ein bisschen an diesen Kreis vom Mönch. Du erinnerst dich gestern? Eine üble. Ja, diese Runenwort. Genau, wo die denn nicht da bei dir reinkommen. Also der macht im Prinzip nichts anderes, nur dass er es komplett anders macht und sie verlangsamt.
Alter, ein. Boah, Alter, wenn ja mal mehr. Haut ab! Aber irgendwie sterben die hier nicht. Hallo? Ja, das Let's Play kann ja auch schon eine Folge 2 zu Ende sein, man weiß es ja nicht, ne? Das sieht auch. Boah, Alter, scheiße! Hilfe! Sterbt! Ich sag mal, heilen die sich? Ja, ich nehme mal einen Heiltrank. Ach, du Scheiße, Mann. Kannst du mir mal sagen, warum die so stark sind? Vielleicht liegt es nicht daran, dass die so stark sind. Ach so. Ich glaube, da bleibt nur der taktische Rückzug hier. Was ist denn das? Was geht denn hier? Ja, also ich, Oh, das war... Das kürzeste Let's Play in History, oder was? Vor allen Dingen war das die taktische Sackgasse gerade. Hört auf, euch an meine Blut zu maden. Ha? So, jetzt geht's in den Nahkampf hier. Das bringt ja alles nichts. Die teleportieren sich auch noch. Auf hier. Ich kämpfe immer noch mit dieser scheiß Mob-Gruppe. Lalala. Oh, er ist umgefallen. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Es ist doch noch nicht vorbei. Himmel, Arsch und Zwirn. So, paar neue Sachen gleich mal anziehen. Schaden 3,6. Pro Sekunde. Das klingt gut. Aber ich habe jetzt komplett den Weg verloren. Wo war ich denn? Von wo komme ich? Und vor allen Dingen geht sie wieder raus. Ich glaube, da oben war auch noch eine Mobgruppe. Also der Dämonjäger. Der kann irgendwie nicht mithalten. Mit dem Mönch. Allein so grotesk, gell? Der braucht 40 Schüsse, bis der umfällt. Ist doch nicht normal. Naja, wird später mit den Fähigkeiten, denke ich mal, einfacher. Aber gerade so zum Anfang ist doch eigentlich so ein Spiel immer recht einfach. Oh, 40 Schüsse, ey. Oder mache ich irgendwas falsch? Grotesk. Kann natürlich auch sein. Ich kenne die Charaktere nicht. Ach ja, haut die. Du kannst die Falle zum Beispiel auch nicht jetzt die vor den Füßen platzieren, sondern die wird direkt vor deinen Füßen immer platziert. Ist ja wieder ein Gelaufe, denn? Also, in dem Tempo dann gegen den Skeleton King. Ja, gute Nacht. So, magischer Strahl. Kann der überhaupt in der Nahkampfwaffe kämpfen? Ich gebe den jetzt mal so eine Keule in die Hand. Mein Name ist Lachdanan. Kann ja nur besser werden, oder? Was haben wir denn hier gefunden? Diese Fertigkeit benötigt eine andere Waffe. Aha. Das mit der Keule klappt auch nicht. Hab ich gedacht, da kann ich mich nur so ein bisschen raustricksen. Da bleibt ja fast so das Auktionshaus. Ja. Stirb doch mal.
Selbst wenn diese Grotesken platzen und da diese Leichenwürmer rauskommen, brauche ich ungefähr 4 Schüsse für einen Leichenwurm. Mit dem normalen Angriff? Ja. Ja, ich habe ja noch einen anderen Angriff. Damit geht es dann etwas schneller. Ich glaube, da werden es nachher die Fallen ausmachen. Und der Hass, der regeneriert sich auch von selber. Das ist auch ganz gut. Ich habe schon das 10. Paar Schuhe gefunden. Also mit der anderen Waffe geht es deutlich besser. Weil die hat man ja auch nicht unendlich. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun, dachte er. So, also kann die Devise nur sein, allen gefährlichen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Ich muss ja bald abbrechen, ne? Ja. Ja, sag mal. Steht da unten. Ha. Nicht genug Hass. Nicht genug Hass. Ja, ich glaube, ich brauche eine neue Fähigkeit. Und zum Beispiel hier, diese Disziplin hat sich bei mir noch gar nicht verändert, oder ist der... Ach, okay, durch die Falle. Ah. Wahrscheinlich werden jetzt alle anderen sagen, wieso spielt man den noch gar nicht? Hm. Ich habe ja auch noch nicht mehr Fähigkeiten. So, was sollen wir eigentlich machen? Sucht in der Kathedrale nach Hinweisen auf Deckard. Okay. Ob Deckard noch lebt? Und wenn ja, wie lange? Kennst du dich so ein bisschen storytechnisch aus bei Diablo? Ja, dadurch, dass ich es jetzt schon 2-3 Mal durchgespielt habe, geht es so. Ich meine so die allgemeine Story, nicht die von den Spielen, sondern Diablo 2 spielt, glaube ich, ein paar Jahre vor Diablo 3. Helft mir! Da muss ich mich nicht abfragen. Also ich glaube so um die 200 Jahre, 20 Jahre meine ich. Und selbst da war ja Deckard schon so ein alter Sack, ne? Also ich kann mich da noch an den rüstigen Knacker erinnern. Ah, hier blinkt's. Der Weg ist richtig. So, jetzt kommt hier... Ach du Scheiße, wie soll ich jetzt den Boss besiegen? Jetzt kommt der Boss hier bei Deckard. Können Sie mal verraten, wie das gehen soll? Ich bin hier, um euch zu retten! Tja, am besten mit den Fähigkeiten, die du bisher hast. Ich habe Angst. Hör doch mal auf, deine Leute wiederzubeleben. Da ist er. Kopfspalter ist da. Der will mir wehtun. Ich habe nicht genug Hass. So, ich muss weglaufen. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Mann. Ah, das läuft jetzt doch überraschend gut, muss ich sagen. So, Kopfspalter tot. Zack. Und wir kriegen unser erstes Schild. Kann der überhaupt ein Schild tragen?
Tatsächlich, Armbrust und Schild. Der überrascht mich doch immer wieder aufs Neue. So, jetzt noch kurz mit Deckard gelabert. Lalala, skip, skip, skip. Weil ich glaube, die Story muss man hier nicht wirklich mehr zeigen, oder? Ich meine, wie lange ist es jetzt raus? Was haben wir heute? Donnerstag. Datumstechnisch. Den 24. Mai 2012. Über den gefallenen Stern. Also ist es schon gute 9 Tage draußen. Ach, da braucht man keine Story mehr zeigen. Da hat es, glaube ich, jeder durch. Vor allem nervt das doch auch hier, die ganzen Bla und Blies und so. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende. Wir haben Deckard Cain gerettet und was er zu sagen hat, das wisst ihr sowieso schon. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und wir leben immer noch. Also, tschüss, Kevin. Macht's gut.